Minecraft! Under the Sea! Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wir bauen uns eine Monsterfarm und werden es übelst bereuen, dass wir das in der falschen Reihenfolge tun! So, falsche Reihenfolge. Achso, weil wir den Deckel bauen, bevor die Wände drin sind. Nee, weil wir den Tötungsmechanismus unten drunter noch nicht gebaut haben, aber die Farm dann theoretisch gleich schon einsatzbereit ist. Einsatzbereit ist ja schon Ich erinnere da nur an den Tötungsmechanismus, der schon einsatzbereit war und uns tausende Male umgebracht hat. Also euch ist es lieber, dass der Tötungsmechanismus noch fehlt, während ihr im Prinzip die Monsterplattform baut. Umgebracht worden ist hier überhaupt noch keiner. Und außerdem das Wichtigste ist, dass ich immer noch ganz unten in der Tötungsliste stehe. Das lässt sich ändern. Mit genug TNT lässt sich so einiges ändern. Ja, ich sehe schon... Nein. Ich habe ihm nicht gedroht, dass ich ihn töte. Ich habe nur gesagt, dass er in der Statistik wesentlich weiter nach vorne kommen kann, wenn er will. Nein, du hast gesagt, das lässt sich ändern. Ja, das lässt sich ändern. Und das ist eine Drohung. Speedy will nur nicht, dass wir ihm seinen 30er-Platz streitig machen. So, Jeef. Oh, eine Spinne. Ja, du kannst ja mit der Leiter hochkommen. Ich baue jetzt den mittleren Mechanismus ein. Ich baue jetzt die Spinne und das Skelett. Prisma mehr. Und den Creeper. Creeper, Las Vegas. Okay. Oh Gott, wie war das eben? Verflixte Axt. Leute, es reicht nicht, wenn wir nur die Mittelsäule ausleuchten. Wir müssen auch tatsächlich die Plattform ausleuchten. Mach ich doch. Mir war eine, die nicht ausgeleuchtet war. Und ratet mal, wo gerade drei Monster waren. Ach was. Die sind doch nett. Prisma. Ich bin nochmal in der Kreativwelt. Nein, Prisma. Hier, ich habe nur noch 50. Hier, ein Stack habe ich noch. Ja, das hilft mir schon mal weiter. Hier. Das ist fast wie ein Todesstern zu bauen. Nur dass das hier fertig wird. Das Schlimme hier an dem Scheißding ist, du siehst wenigstens, dass du vorwärts kommst. So, das war... Ich glaube, ich sollte doch nochmal anfangen, Todesstern zu bauen. Fang doch erstmal mit dem Sternenzerstörer an, nachdem du jetzt gerade von dem Ding so geschmachtet hast. Alter, das ist ein richtig geiles Lego-Modell. Oh mein Gott, das würde ich mir hier sogar hinstellen. Genauso wie den vom Darth Vader, den großen, das ist der Victory-Sternzerstörer, glaube ich, der irgendwie 500 Mal größer ist als der normale Sternzerstörer. Okay, das sagt mir gar nichts. Das ist dieser, der hinten keinen Aufbau hat, der so komplett flach ist, wie so ein, der so aussieht wie so ein Schild. Ja. Kommt der in dem Film vor? Ja. Im dritten, ja. Haha. Also in Episode 6, aber es ist der dritte, ja. Achso, ich war jetzt gerade ernsthaft am Überlegen, ob du den dritten oder Episode 3 meinst. Ja, es ist mir dann auch gerade aufgefallen. So. Also, für mich ist der dritte Film der gute dritte. MK, es tut mir leid. Nein! Speedy hat gerade Selbstmord begangen. Nein. Aber MK, du weißt doch, seit Disney Star Wars übernommen hat, sind doch die neuen Filme die schlechtesten Star Wars-Filme aller Zeiten. Das glaube ich gar nicht. Also ich muss sagen, ich habe mir den Film ziemlich viel Spaß gehabt. Ich auch. Aber was ich da im Internet lese. Also einige sind ja echt... Ah, verdammt, jetzt dauernd Doppelblöcke. Es gibt halt Leute, die über alles meckern. Jetzt gibt es ja zum Beispiel Leute, die darüber meckern, dass jetzt ein neuer Ghostbusters kommen soll mit den Original-Ghostbusters und damit der Female-Ghostbusters wieder annulliert wird. Und darüber regen sich jetzt Leute auf. Muss der denn annulliert werden? Kann man das nicht alles unter einen Hut kriegen? Er muss annulliert werden. Diese Schandtat muss getilgt werden. Ich hab den nie gesehen. Sei froh. Also der Film ist wirklich sehr schlecht. Sehr schlecht. Die Special Effects sind richtig gut, aber der Film ist halt einfach schlecht. Okay. Also ich muss ja mal sagen, das Geisterdesign und so haben sie echt toll gemacht. Das gefällt mir richtig gut, aber boah, ist dieser Film schlecht. Ich hab gehört, dass der Film nicht so gut ist. Kann das sein?
Ja. Er ist echt schlecht. Wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen. Ich fand die Idee so an und für sich ganz gut. Also generell, ich persönlich finde, das ist eigentlich erstmal zweitrangig, ob das jetzt Frauen sind oder Männer. Ja, nee, das Ich fand ist einfach die völlig Idee von egal. einem Ghostbusters, also mal wieder einen Chief? Ghostbusters-Film zu drehen, schön. Ja? Feuerio? Feurio. Ja. Nee, also ich meine, das ist mir völlig egal, ob das irgendwie Frauen, Männer, Männer und Frauen, das ist mir völlig egal, aber dann soll man einen Moment. vernünftigen Film drehen und nicht einfach, das ist einfach nur eine ganz, ganz billige Parodie. Das ist ungefähr, als ob du, genauso ein Scary Movie. Das ist so ein Scary Movie von einem Ghostbusters. Das ist jetzt Das hat. hart. Ja, nee, so ist es aber. Die machen sich ab Sekunde 1 über Ghostbusters lustig. Die treten mit Füßen das komplette Franchise. Permanent. Das ist halt ein typischer Kevin Das Feige. war nicht gut. Was hast du getan? Ist das Wasser durch die Halbblöcke geflossen? Ja, das Problem ist, mit 1,13 kannst du Halbblöcke unter Wasser setzen. Und wenn du Halbblöcke direkt also mit dem Wassereimer anklickst, setzt du das Wasser in die Halbblöcke und nicht oben drauf, wie ich es Das gerade wollte. echt? Das heißt, es Das ist geht? unter der Plattform gespawnt? Ja. Das ist ja witzig. Das geht? Cool. Ja, das ist ganz witzig, wenn du versuchst, irgendeinen Raum trocken zu legen in einem Schiffswrack oder so. Ich Da hole ist euch noch einfach mal ein ein bisschen Halbblock, Pistorin. der unter Wasser steht. Der bleibt dann auch weiter unter Wasser. Den musst du komplett abbauen. Ja, genau, hol mal das Kombi oder so. Ach, jetzt wo das Netherportal oben drauf ist, ist es wesentlich schneller als diese Scheißleiter. Die wir jetzt auch abbauen können, oder? Theoretisch ja. Praktisch würde, also die Leiter in der Mitte würde ich noch drin lassen, weil ich damit gleich noch hoch und runter gehen muss, um den Mechanismus einzubauen. MK, Lass ich sie habe dir also zwei noch drin. Spinnenaugen geschenkt. So, ich will mich noch ein bisschen weiter aufregen. Ihr Ach, wechselt die ganze das. Zeit das Thema. Ja, dann mach. Ja, es gibt halt immer Leute, denen die Sachen nicht recht machen kannst. Ich meine, im Moment sind sie ja alle am Rumschreien wegen der Picard-Serie, von wegen, weil ja im 2009er Star Trek ist ja Romulus explodiert durch diese Sonnenexplosion, was ja dann dieses schwarze Loch ausgelöst hat und so. So, das war natürlich Prime Trek. Und jetzt regen sich die Leute darüber auf, warum er das denn drin lässt. Ja, Picard-Serie ist halt Prime. Was habt ihr für ein Problem? Ich wusste nicht, dass die Transformers in Star Trek vorkommen. Also meiner Ansicht nach, sobald ein Universum so kompliziert wird, dass man anfangen muss, die Universen in Listen einzufügen, wie weit ihr Kanon zu beachten ist, ist für mich ein gut deutliches Anzeichen dafür, dass man irgendwas übertrieben hat. So wie Marvel und DC. Zum Beispiel. Oder so wie Star Trek. Ah, hier fallen so viele schöne Fische runter. Ich liebe das. Wer Naja, gut, sind ich Sie? meine, Ich bin das. Spock aus der Serie, die die Leute noch mochten. Bam, Ja, bam, subtil. bam! Naja, gut, ich meine, das Kelvin-Abenteuer ist ja Gott sei Dank vorbei. Hey, ich mag Kevin und Paulus. Ja, die bei CBS nicht. Tja. Kelvin ist abgesetzt. Was? Welcher ist Kelvin? Sind das die neuen Filme? Das sind die neuen Filme, ja. Die werden nicht mehr fortgesetzt. Eigentlich schade. Ich meine, sie waren nichts für mich, aber ich kenne genug Leute, die zumindest den ersten mochten. Deswegen, Also, also ich das fand es. Potenzial war ja durchaus gegeben. Also, ich fand das sehr angenehmes Popcorn-Kino. Ich meine, ich fand die Filme scheußlich in Bezug auf Star Trek, aber ich fand das sehr angenehmes Popcorn-Kino. Boah. Was denn? Nicht in die falsche Richtung gehen, genau. Das Problem ist, die Leute überhöhen den Kram so sehr in ihren Gedanken. Sei es Star Trek, sei es Star Wars. Die haben ganz oft genug haben die wahrscheinlich auch die alten Filme schon super lange nicht mehr gesehen und in ihrer Erinnerung sind die absolut perfekt. Ja, Wohingegen sie in gibt der nicht besseres. Realität meistens ziemlich Banane sind. Und ich sage das als jemand, der Star Trek und Star Wars liebt. Blasphemie! So, wollen wir mal zusammen Star Trek, den allerersten Film angucken? Star Trek The Motion Picture?
Feature? Weißt du, was noch viel schlimmer ist? Weißt du, was noch viel schlimmer ist? Star Trek The Motion Picture in der langen Version. Und den habe ich gesehen. Da gibt es eine lange Version von? Da gibt es noch eine lange Version von. Mit noch mehr Mandalas? Das ist, glaube ich, der Director's Cut oder so. Der ist noch mal eine Stunde länger. Oh, oh. Das ist wirklich absolut großartig. Da stehen die dann minutenlang zusammen und unterhalten sich und beratschlagen sich. Und es ist... Es hat dem Film gut getan, diese Teile in der Kinoversion wegzulassen. Der ganze Film ist seltsam. Aber ja, eine Stunde länger. Heilige. Also ich weiß nicht, ob es genau eine Stunde länger ist. Ihr müsst etwas besser aufteilen. Ich habe gerade einiges gefressen. Ja, wir sehen dann ja gleich, wie viel jeder braucht. Ich habe keine Spitzhacke, ist das Problem. Ich kann also diese Überstehenden nicht mehr entfernen. Chief, hier. Oh, ich danke dir. Wiedersehen macht Freude. Was ich nach wie vor mit Herzblut verteidige, ist Star Trek 5. Ich mag den. Und ich sehe ein, warum die Leute ihn für bescheuert halten. Ich kann das auch gerne unterschreiben, aber ich mag ihn. Star Trek 5? Der mit Gott. Okay. Es ist, anders formuliert, es ist der, wo wo Kirk Gott besiegt. Na gut, es ist ja nicht Gott, es ist halt irgendeine Entität, die von sich behauptet, Gott zu sein, aber ja. Und das gab es dauernd Gott in Star Trek. Raumschiff? Ja, eine legitime Frage. Der beste Star Trek-Film ist der erste Kontakt. Allein weil Borg drin vorkommt. Offensichtlich machst du nur einen Scherz, denn der beste Star Trek-Film ist, wie jeder weiß, Zorn des Khan. Nee, finde ich gar nicht. Aber das ist halt jedem sein persönlicher Geschmack. Ich finde halt, das MK, Acting von... Eine von beiden. Ihr seht hier direkt über mir so ein... Nee, sehe ich nicht. Ich bin gerade nicht im Spiel. Den Block mit dem Gesicht? Genau. Platziert da mal einen Block drauf. Okay. Einen kompletten? Ja. Ah! Cool. Und jetzt bau den Block wieder ab. Tada, Wasser. Das ist ja witzig. Das ist der Mechanismus, mit dem das Wasser ausgelöst wird. Ist das registriert der Blockticks oder wie? So was ähnliches, ja. Funktioniert es doch mit Halbblöcken? Ja, generell, wenn das Ding feststellt, dass da ein Block drauf platziert wurde. Funktioniert das auch mit Leiter? Ja. Okay. Ich hab mich vertan. Witzig. Natürlich. Gut, dass ich Wasserläuferschuhe hab. Nee, die Version ist nur 12 Minuten länger. Es fühlt sich aber an wie eine Stunde. Das glaube ich dir gerne. Jetzt musst du nur noch zugeben, sogar, dass... Die heißt Star Trek The Motion Picture Special Longer Version. Das ist... Zumindest ehrlich. Was ist das Besondere an dieser Version? Sie ist länger. Und was noch? Ja, 12 Minuten was noch? Länger. Vielleicht kann man sich diese 12 Minuten mal gesondert ansehen. Ich meine, die Idee von dem Film ist ja noch nicht mal schlecht an und für sich. Ich hätte es sogar cool gefunden, wenn sie den Film so gelassen hätten, wie er ist. Und im nächsten Film hätten sie vielleicht tatsächlich was aus dieser Idee gemacht. Aber das ist ja, finde ich, ist ja nochmal eine besondere Dimension der Lächerlichkeit, dass auf der einen Seite dieses super mächtige mechanische Wesen eingeführt wird und dann einfach komplett vergessen wird. Ich stelle mir vor, wie Kirk und Pille gelegentlich in der Kneipe sitzen und so, sag mal, was ist eigentlich mit V'ger? Und dann essen sie eine Marshmallow. Genau, und singen. Na gut, ich meine, das größte Problem an dem Film ist halt, dass jemand den Film gemacht hat, der Star Trek nicht mag und keine Ahnung von Science Fiction hatte, also... Ist das so? Ich habe keine Ahnung von der Hintergrundgeschichte.
Ja, es war ziemlich gruselig. Paramount hat, ich fange anders an. Gene Roddenberry wollte ja gerne diesen Film machen. Und Paramount hat gesagt, okay, dann machen wir den Film, aber wir machen den Film, wie wir den Film machen wollen, nicht so, wie du den Film machen willst. Und dann hat Paramount den Film gemacht und dann ist halt das dabei rausgekommen. Emka! Gib mir Und Prismarin! dann haben die. Ach du meine Güte, wie viel Prismarin habe ich? Mehr als ich. Also mehr als null. Danke dir, danke dir, danke dir, danke dir, danke dir. Ja, und das hat das Studio halt hinterher mitbekommen und deswegen ist Star Trek 2 ja wieder erheblich besser. Ja, kaum zu glauben, dass der Mann, der die Serie erfunden hat und wesentlich mitbestimmt hat, möglicherweise ein oder zwei sinnvolle Sachen dazu zu sagen hat. Aber ist das denn die Geschichte, die Gene Roddenberry verfilmen wollte, oder wollte Roddenberry einfach nur einen Star Trek-Film? Wenn du sagst, dass er den Film machen wollte. Da ist ziemlich viel dran rumgeschrieben worden, in der Entstehung von dem Film, wie das ja auch bei Star Wars der Film war. Ich meine, als er Star Wars angefangen, also den vierten angefangen haben zu drehen, war das ja noch ein ganz anderer Film. Oh ja, mit Luke Starkiller. Ey, ich habe das Skript gelesen. Ich meine, es wäre wirklich ein interessanter Take gewesen. Also. Interessant auf jeden Fall. Es gibt ja Filme, die so ähnlich sind. Es gibt mindestens einen Star Wars-ähnlichen Zeichentrickfilm. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt, aber der hat auch so einen ganz generischen Standard-Science-Fiction-Titel. Und der ist, soweit ich informiert bin, ziemlich nah an dem dran, was sich der George ursprünglich vorgestellt hatte für Star Wars. Also Han Solo als mehr als Alien und mehr schurkisch und so und Dürfte ich mal mit kurz einem. intervenieren? Nein. Du müsstest mir mal erklären, das sind jetzt die Lichtupdates, die dafür sorgen, dass das Spiel jetzt mehr und mehr leckt, oder? Ja, es Genau, ist dadurch, furchtbar. dass der Deckel oben zugemacht wird, wird immer mehr Schatten hier unten produziert. Das heißt, ihr solltet vorsichtig ab jetzt laufen, weil jeder Ruckler könnte euer letzter sein. Ja, deswegen laufe Ja. ich ja auch nicht mehr. Wir fallen ja auf Wasser. Sprich, Ja, Imker. es ist wirklich eine echt interessante Story, die er sich da ausgedacht hat. Ja, ist es? Ich meine, bei aller Liebe zu Star Wars, der ursprüngliche Star Wars-Film ist jetzt so originell eigentlich nicht. Also, junger, unwissender Held erfährt, Das dass ist die er das Schicksal. Standard-Heldenreise. Ja, gut, die Standard-Heldenreise ist ja sowieso fast immer, aber auch das Ganze drumherum, ne? Das etablierte Imperium, das böse ist und der Das Bösewicht in schwarzen Böse. Klamotten. Ich bin ja immer der Meinung gewesen, dass Star Wars im Grunde genommen Fantasy ist, nur halt mit Raumschiffen. Ja, ist es ja. Ah ja, das Thema hatten wir Deckel kürzlich, zu? Ja, Star Wars ist Fantasy. Deckel ist zu. Ich gebe dir mal deine Spitzhacke wieder, bevor ich sie verliere oder so. Ja, ich meine, jetzt guck dir das doch mal an in Star Wars. Es gibt sogar Elfen, also von daher. Wer sind die Elfen? Ja, Alderaaner. Sind die? Sehen die? Sieht man außer Carrie Fisher irgendeinen von denen? Ja, Carrie Fisher ist ja keine Alderaanerin. Sie nicht? Ich dachte, das ist ihr Heimatplanet. Nein, sie Oder ist der, nur wo sie hierher aufgewachsen hingekommen. ist. Ihr Heimatplanet ist eigentlich ziemlich sandig, würde ich sagen. Nee, Heimatplanet ist eigentlich Mustafar. Da ist er geboren. Nee, ihr Heimatplanet ist der Weltraum. Nee, ist auf Coruscant geboren, oder? Als ihre Mutter den Lebenswillen verloren hat. Ja, das ist ja schon vorher passiert. Bitte definitiv nicht in der Mitte jetzt einen Block oben drauf wieder platzieren, sonst wird das nicht sehr freundlich heute. Meinst du auf dem Gesicht hier? Jeff. Nein, Wir meinst du die sind Mitte oder meinst du das Gesicht? Weil das Gesicht ist Gesicht. nicht. Das Gesicht ist die Mitte. Ups, sorry. Ich hatte hier nur das Loch gesehen. Wir sind eine technologisch super hochentwickelte Gesellschaft, aber sie hat ihren Lebenswillen verloren. Ja, der Witz ist alt. Ich meine, akkurat, aber. Ach, guck, wer wieder da Was? ist. Da kommt ja schon wieder einer. Ich glaube, Jeef hat noch nicht geschlafen.
Ich habe noch nicht geschlafen. Und warum greift der Jeeve an? Ich habe auch ziemlich lange nicht mehr geschlafen. Weil er in der Nähe von mir gespawnt ist und dann das erstbeste Ziel anvisiert. Und ich habe außerdem ziemlich lange nicht mehr geschlafen. Das ist das Problem daran, wenn man unter Wasser lebt. Der Tag- und Nachtzyklus spielt einfach keine Rolle mehr. Ich krieg ihn! Oh. Aber ich habe ihn gekriegt. Soll ich mal die Sachen aus den Kisten hier unten nach oben holen? Zumindest das Bett vielleicht? Ja, kannst du gerne tun. Wenn du mir bei der Gelegenheit noch mal ein paar Wassereimer mitbringen könntest, wäre das richtig toll. Woher? Hier oben neben dem Litterportal, untere Doppelkiste. Ach so, ich bin gerade ganz unten, sorry. Gut, dann irrelevant. Ich mach. Wie sonst hätte ich beim Bett sein können? Sag mir das. Ah, Jeeve. Don't shoot me. Nö, mach ich nicht. Ich schieße ihn auf den Zombie. Star Trek 6 finde ich auch ziemlich cool. Das ist der mit dem Klingonen-Mord. The Undiscovered Country, den finde ich richtig gut, ja. Ja. Das ist nicht Christopher Lloyd, der den Bösen spielt, ne? Christopher Lloyd war es im dritten. Wer ist das? Christopher Lloyd spielt öfters mal Klingonen. Ja. Warum auch immer? Ich will nicht sagen, dass das schlecht macht, aber ich meine, warum auch immer? Warum spielt... Ja, ich mag alles, wo Christopher Lloyd dabei ist. Oh, du magst Suburban Commando? Hab ich nicht gesehen. Das Ding ist verschoben. Hier ist jetzt hoch. Da würden sich sicherlich einige finden. Ich brauche mehr Wasser. Also er hat auch in Murks mitgespielt, der Mann, das will ich damit sagen. Ja gut, wer hat nicht in Murks mitgespielt? Peter Falk. Oh, ich glaube doch, dass Peter Falk auch in Murks mitgespielt hat. Ja, lass hören. Ich mach mal die IMDb auf, guck mal. Mach mal. Ich kenne nur drei Sachen mit ihm, also... Eine davon streckt sich über den größten Teil seiner Karriere, aber... Oh, apropos, Bett. Sollen wir dann mal schlafen und zwei gehen in den Nether oder haben wir noch mehr Betten? Bis jetzt hält sich doch noch in Grenzen mit den Phantomangriffen. Ich meine, zur Not können wir uns ja immer eine Ebene tiefer verkriechen, das können sie uns ja praktisch schon nicht mehr erreichen. Wir haben gerade praktisch gar nichts mehr zu tun. Ja, ich habe jetzt gerade zu tun, indem ich den Mechanismus einbaue. Währenddessen warte ich darauf... Er hat zum Beispiel in Die Braut des Prinzen mitgespielt. Ja, das ist ein klasse Film. Findest du? Absolut fantastisch. Hast du den mal gesehen? Ich finde ihn furchtbar. Echt, ich liebe ihn. Ich finde ihn so großartig. Mein Name ist Inigo Montoya. Du hast meinen Vater getötet. Das ist so lächerlich. Echt, findest du? Ich finde das klasse. Ich finde den Film so over the top. Over the top ist er, das unterschreibe ich dir. Chief, würdest du mir vielleicht assistieren und ein wenig den Kram aufsammeln, den ich hier nicht aufsammeln kann? Ey, das Schlimme ist, das kann ich machen. 95% der Sachen, wo der mitgespielt hat, kenne ich nicht. Ja, der größte Teil dürfte Columbo sein. Dann hat er in Eine Leiche zum Dessert in Braut des Prinzen mitgespielt und weiter weiß ich es auch nicht tatsächlich. Alter, der hat in so vielen Filmen mitgespielt. Ja, aber der größte Teil davon dürfte tatsächlich ziemlich alt sein. Also. Er hat 111 Filmen, hat er mit, also 111 Credits hat er als Actor. Ja gut, für unterschiedliche Filme oder ist da auch Columbo mit dabei? Da ist auch Columbo mit dabei als ein Punkt von 111. Ah, okay. Toll, ich bin hier die Putzfrau. Oh, er hat den große Hai, kleine Fische mitgespielt. Echt? Grenzwertig. Okay, ja, dann haben wir einen gefunden. Das wusste ich nicht. Schau mal an. Wen steht da, was er gespielt hat oder wen?
Wo war's gerade? Don Feinberg. Aha. Das. Das ist hart. Das dürfte auch eine seiner letzten Rollen gewesen sein. Nö, kam noch ein ganz kleines bisschen was. Gut, okay. Dann. Ja, da muss ich mich geschlagen Das geben. ist einer der Haie. Das ist der alte Hai. Ja, gut. Dass er keinen Jungspund spielt. In dem Alter, in dem er da schon gewesen sein dürfte. So, habe ich das hier oben drüber auch richtig gemacht? Nein, habe ich natürlich nicht. Nein, sorry, ich habe hier einen Steinblock hingesetzt. Ich wollte eine Leiter hinsetzen. Sorry, das war Ich keine war Absicht. das, ich war das. Ist alles okay. Okay. Ich löse die aus, bevor ich Wasser reinkippe. Es darf halt oben Ah. keiner was drauf machen, weil ansonsten geht alles los. Also ich darf jetzt hier oben keinen Stein hinsetzen. Nein, darfst du nicht. Darfst auch nichts anderes drüber setzen. Leitern würde auch akzeptieren. Schilder vermutlich auch. Yep, das ist ein Block-Update-Detektor. Der detektiert, wenn sich irgendwas über ihm verändert. Und den baust du jetzt runter als so eine Art Lichtschacht, oder wie? So in etwa. Das Signal geht oben, wird oben einmal ausgelöst und wandert dann nach unten hin und jede Ebene wird dann einmal gefeuert. Stirb, Elender. Aber ob der Speedy sein Lichtupdate fertig gebaut bekommt bis ganz unten hin, das sehen wir dann in der nächsten Folge hier von Minecraft Rede auf der Ecke Kunst. Dorf. Achso. Ich wollte es gerade sagen, ja. Ich moderiere in letzter Zeit zu viel Redekunst. Minecraft!